Und da habe ich mein Zeug wieder. Stimmt, das hat noch gefehlt. Ups. Ja, wenn man nicht hinguckt, was man drückt. Dann wirft man auch schon mal gern seine Spitzhacke weg. So, ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht hergehe und meine Plattform da unten ein bisschen erweitere. Oh, ein Stack hat aber ganz genau gereicht. So, ja, Logo. Logo, ich muss ja hier erstmal wieder die Sachen setzen. Pum, 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 pum. Jetzt. Schön. Brauche ich die Stufe? Du kommst dahin, du da, du da. Du kommst mal runter, dann auswählen. Abbrechen. V. Jetzt habe ich nämlich wieder mein Inventar. Dieser scheiß fucking Magnet bringt überhaupt nichts. Shift-Rechtsklick zum Aktivieren. Jetzt zieht er Sachen an. Gut. Siehst du, das habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Reiseanker. Stab des Reisenden. Dimensionaler Transreceiver. Okay, Inventory-Modul. Gut, ja, ja. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollen würde. Was ich mal versuchen wollte, ist folgendes: Doppelpunkt. Einmal, zweimal, dreimal. Dann müssen wir hier an den Tisch gehen. Einmal. Zweimal, dreimal. So, dann 18 Diamanten. Oh, wir haben keine Diamanten mehr. Was? Insertieren. Warum haben wir keine Diamanten mehr?
Was wir jetzt mal machen können ist. Dass wir zumindest für den Kies, der da unten produziert wird, zwei Iron Hammer reinhauen, damit wir hier ein bisschen Power kriegen. Power! So, und wenn man hier jetzt auf so ein Autosieve mit was zu essen klickt, kommt es aufs Essen an. Auf jeden Fall wird er dann ein bisschen schneller. Je aufwendiger das Essen, umso schneller ist auch das Gerät. So. Ich warte jetzt eigentlich nur drauf. Portalcharm. Der kann man nach drinnen. Also ich hatte doch irgendwo auch schon einen Recycler da. Kommt der mal rein? Ja gut, das wäre ein bisschen OP, wenn man einen Recycler mit Cobblestone füttern könnte. So, also Resida, du hast gesehen, ich habe es mal ausprobiert. Gefällt mir nicht so. Gefällt mir nicht wirklich. So, die Farben können weg. Da habe ich ja letztes Mal auch einen Bereich gemacht. Ups, ich kann mal ein bisschen Regenbogenkuchen essen. Den gibt es auch in echt, den Regenbogenkuchen, ne? Mh, der ist so lecker. Zumindest der, den meine Schwägerin macht. Ja, hier haben wir Farben. Da kann ich auch mal das Sulfur lassen. Da haben wir noch Regenwürmer. Folgendes. Lohnroute. Place Essence, das sind Tier 4. Boah. Tier 4. Stimmt, wir waren auch noch gar nicht im Nether. Da wollten wir ja auch mal vorbeischauen. Ja gut, 23 Stack Obsidian reichen jetzt erstmal. So für die nächsten 10.000 Jahre oder so. Müsste also eigentlich ganz gut sein. So, ich bin gerade am Überlegen, was wir machen. Wir wollten ja eigentlich, ja, der Fahrplan war, dass wir. Stimmt, was war denn der Fahrplan? Ach so, ja, dass wir eventuell demnächst anfangen, ein ME-System zu bauen. Muss noch mal gucken. Storage hier. Ändert Ruhe. Da braucht man vier Lohnruten. Fuck. Refined Storage heißt der Mod. Genau. Quantum Tank. Quantum Storage Unit Matrix. Aber davor würde ich mir gerne Jetpack bauen. Leitendes Eisen, isolierte Redstone-Leitung. Damit ich dann im Nether wenigstens etwas fliegen kann. Ups, soll das da hin? Vier Stück davon. Genau.
Dann brauchen wir vier Basiskondensatoren. Warte mal. Ja, Waypoints löschen. Vier, dann acht. Und 16. Gut. Dann haben wir noch isolierte Redstone-Leitung. Nee, haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Dazu brauche ich dann Silizium. Wir haben nur noch 13 Silizium. Okay, dann mach ich mal ein bisschen Silizium. Lass ich mal ein bisschen Sand hier durchs Sackmalwerk laufen. Zwei Stack müssten ja reichen. Moin, Teufel! Wo kommen die Melonenkerne her? Oh shit! Haben wir noch irgendwo Knochenmehl? Wir Knochen. Sieht mir nicht so aus, als hätten wir noch irgendwo Knochenmehl. Doch, da. Mal gucken, ob zwei Stück reichen. Perfekt. Perfekt gereicht. So, Silizium wird ja gerade ge Macht. Und wir haben noch ein bisschen Gold. Du. Na, alles wird bei dir, Teufel. Hoffe ich mal. Ja, steht. Auf nur Legierung. Gut. Gott, Gott, Gott. Oh, geht so einigermaßen. Gestern Abend habe ich gedacht, ich müsste noch ins Krankenhaus. Ich habe an meinem Schreibtischstuhl die eine Armlehne abgemacht, weil es ist einfach für mich persönlich bequemer, mich dann hinzusetzen und schön gemütlich im Schneidersitz hier auf meinem Stuhl zu sitzen. Ja, ich sitze auf meinem Schreibtischstuhl im Schneidersitz. Den lieben langen Tag, während ich vorm PC bin. Und ja, jetzt guckt an meinem Schreibtischstuhl so eine Metallecke auf der linken Seite raus. Und gestern wollte ich mich hinsetzen, oder besser gesagt, ich habe mich hingesetzt, habe mich dann in den Schneidersitz gesetzt und ziehe mir den Fuß mit voller Kanne über diese Metallstrebe, die da rausguckt, oder das Metallteil halt. So, und dementsprechend dick ist jetzt mein Fuß, tut weh bei jedem Schritt und so weiter und so fort. Aber ja, ansonsten alles gut. Besser wie gedacht? Es ist besser wie gedacht. Und sorry, dass gerade keine Musik läuft, Teufel, aber ich nehme hier gerade ein Live-LP auf. Ich habe ja meine Let's Play-Serie auf YouTube. Oh, wir haben noch Dunkelstahl über. Nice! Was? Tell me that you